Heute treffen wir eine der vielversprechendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. 2016 hat sie den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen. Es folgten mehrere Novellen und Kurzgeschichten. Und jetzt ist ihr erster Roman Adas Raum erschienen. Herzlich willkommen, Sharon Dodua Otoo. Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, über Ihren Roman zu sprechen. Sie verbinden da ja verschiedene Erzählstränge aus verschiedenen Jahrhunderten miteinander. Dabei steht immer eine weibliche Protagonistin im Mittelpunkt. Mhm. Welchen Kommentar zur Geschichtsschreibung möchten Sie damit abgeben? Mir war wichtig, darüber nachzudenken, wie Geschichte üblicherweise erzählt wird, wie das in der Regel geschrieben wird. Ist oft auch so eine männliche Perspektive und es geht um der Erste oder der Größte oder der Stärkste. Und mich hat interessiert, wie, also zum Beispiel eine Szene, die ich schreibe, das in 1459 stattfindet an der Küste von Westafrika. Wie war dann die Begegnung zwischen den Portugiesen, die da angekommen sind, und die Menschen, die dort gelebt haben? Und diese kleine Interaktion, das hat mich interessiert. Wie haben sie einander angeschaut, was haben sie miteinander kommuniziert und wie ging das überhaupt, weil sie ja nicht die gleiche Sprache gesprochen haben. Das ist also auch so eine Form des Rewritings, also die Geschichte nochmal neu zu perspektivieren und vielleicht auch zu ergänzen. Ich habe mich jetzt gefragt, warum sind die wenigen bekannten Personen, also historische Personen, dann aber überwiegend männlich, zum Beispiel Charles Dickens? Das war nicht absichtlich so. Also ich habe auch Ada Lovelace genommen, eine Frau, die es auch tatsächlich gegeben hat. Und alles, was rund um Ada Lovelace passiert, das sind Sachen, die wir nachschauen können, dass sie die erste Computerprogrammiererin überhaupt war, männlich oder weiblich. Ich glaube, ich wollte einfach so ein bisschen mit Tatsachen und Geschichten jonglieren. Ich habe zum Beispiel eine Figur beschrieben, wiederum einen Portugiesen, Diogo Gomes heißt er. Den hat es auch wirklich gegeben. Wir wissen aber nicht so viel von ihm. Also das, was ich von ihm weiß, ist sehr wenig, überschaubar. Aber in dem Roman habe ich ihn angedichtet, dass er sämtliche Fehler gemacht hat, er sich nicht so genau auskannte. Aber er wird seine eigene Geschichte selber neu schreiben. Und das, was an uns überliefert wird, ist so, ja, der war ein großer Seefahrer und Entdecker. Und das war so eher meine Idee zu schauen, was würden wir wissen, wenn wir wirklich alles beachten würden und nicht nur die sogenannten Erfolgsgeschichten. Sie haben ja gerade schon die erste Begegnung erwähnt, die so im 15. Jahrhundert verortet ist und in so einen kolonialen Kontext führt. Dann gibt es ja auch eine Geschichte, die im Revolutionsjahr 1848 spielt, eine Geschichte im Konzentrationslager und eine Geschichte, die in Berlin der Gegenwart spielt. Wie haben Sie diese historischen Momente ausgewählt? Ich erzähle rückwärts. Zunächst das, was in 2019 stattgefunden hat. Das hatte schlichtweg damit zu tun. Ich wollte auf jeden Fall eine Ebene in der Gegenwart abbilden. Ich habe 2019 deswegen gewählt, weil ich ein Stipendium bekommen habe von der Rinke-Stiftung. Und in dem Jahr war ich die Autorin für 2019. Das heißt, ich habe die Aufgabe gehabt, so ein bisschen die Stimmung von 2019 einzufangen in einem literarischen Werk. Dann war mir klar, dass ich mit meinem ersten Roman etwas schreiben wollte, das die drei Länder verbindet, die irgendwas mit mir persönlich und biografisch zu tun haben. Also ich wollte etwas schreiben, was mit Ghana zu tun hat, da wo meine Eltern geboren sind und aufgewachsen sind. Ich wollte etwas über England und Großbritannien schreiben, da wo ich geboren und aufgewachsen bin. Und meine Kinder sind überwiegend, ich habe vier Kinder, die sind in Deutschland zum Teil geboren, aber alle hier aufgewachsen. Und das war mir wichtig, diese drei Länder irgendwie zu verbinden. Und dann habe ich überlegt, dass mein Thema eigentlich ist, wie die Vergangenheit weiterhin in der Gegenwart fortwirkt. Also wie Trauma sich wiederholt und immer noch sichtbar macht in der Gegenwart. Und ich habe versucht, so einschneidende Erlebnisse in diesen drei Regionen zu wählen. Und da kam ich auf Kolonialismus in Westafrika. Und in Großbritannien wollte ich anschauen, wie die Industrialisierung und diese Empire Building von Großbritannien, wie das sich aufgewirkt hat auf Individuen, die dort gelebt haben. Ja, und in Deutschland war es mir dann wichtig, auch diese Epoche zu nehmen, woran wir immer noch, also
bis heute zu knabbern haben, dass die Geschichte mit Narzissmus, der Shoah. In Ihrem Roman verknüpfen Sie ja durch die Figuren, die durch die Zeit reisen können, dieses sexistische System mit anderen Unrechtssystemen, wie zum Beispiel dem Kolonialismus. Mhm. Am stärksten wird die Verknüpfung aber hergestellt durch ein Armband. Das taucht in der ersten Szene, die Sie in Ghana beschreiben, auf und wird dann durch eine koloniale Handlung immer weitergereicht, bis es irgendwann in einem Ausstellungskatalog in Berlin im Jahr 2019 landet. Inwiefern ist Ihre Methode, Objekte sprechen zu lassen, von den Restitutionsdiskursen der letzten Jahre geprägt? Die Frage mit Restitution, die in den letzten Jahren aufgekommen ist, ist ja sehr aufgeheizt. Es spielen sehr viele Emotionen mit rein und das finde ich sehr spannend, weil marginalisierten Personen werden immer gesagt, dass sie so emotional seien. Ich habe mir vorgestellt, dass dieses Thema sehr theoretisch geführt wird, auf eine Ebene geführt wird, dass für viele Menschen nicht wirklich zugänglich ist, weil es sich um Schätze, die von ganz weit weg woher kommen und das ist alles vor langer Zeit passiert und überhaupt hatte Deutschland wirklich Kolonien und so weiter. Und diese Idee, die ich hatte, dann das mit der Armband zu verknüpfen, das war ein Versuch, das wirklich einer Person anzuhaften, sage ich mal. Also das ging mir darum zu sagen, ja, wir reden über die Benin-Bronzen, aber wer weiß wirklich, was damit gemeint ist, wo sie herkommen, wie sie hierher gekommen sind, wie viel Blut in Anführungszeichen daran knet. Und mir war wichtig zu zeigen, es geht um Sachen, die wirklich nicht nur wertvoll sind, weil sie aus Gold sind, sondern weil eine persönliche Geschichte dranhängt. Das hat eine einzelne Person oder eine Community angehört und das hat was bedeutet. Das waren in diesem Fall Fruchtbarkeitsperlen. Und wenn die weg sind, dann hat das einen großen Einschnitt gemacht in dieser Community. Und ich wollte irgendwie das versuchen, so plastisch wie möglich zu machen. Sie befreien die Objekte ja auch ein Stück weit aus diesem symbolischen oder aus diesem rein materiellen Status, in dem sie sich sprechen lassen. Zum Beispiel wird das erzählende Ich ja auch mal ein Besen oder ein Raum. Mhm. Inwiefern sind Sie da von anderen Traditionen, wie zum Beispiel dem New Materialism, also einer queerfeministisch geprägten Strömung, die diese Grenze zwischen Lebewesen und Objekten hinterfragt, oder auch anderen literarischen Strömungen wie dem magischen Realismus, der Spiritualität in die Literatur einbaut oder einbringt, geprägt? Das sind interessante Aspekte. Ich kenne mich nicht aus mit New Materialism und mit magischem Realismus bin ich ein bisschen in Berührung gekommen, weil ich ja eine Novelle geschrieben habe, das heißt Synchronicity. Und da habe ich auch ein bisschen mit der Realität, sage ich mal, gespielt. Ehrlich gesagt, ich glaube, die Antwort ist, ich bin nicht kognitiv oder bewusst davon beeinflusst. Ich habe mich nicht vorher damit auseinandergesetzt. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dadurch, dass ich sowieso in Kontakt bin mit vielen verschiedenen Menschen, besonders über soziale Medien, dass ich viel lese und ich nehme viel auf in Diskussionen und ich lese sehr gerne und viel, dass es wahrscheinlich unterbewusst bestimmte Sachen bei mir angekommen sind und vor allem bestimmte Fragen und die Frage darüber, wer zählt, wer wird als Mensch angesehen, wessen Stimme zählt, wer wird gehört, wer wird zum Schweigen gebracht. Diese ganzen Fragen, die sowieso heutzutage sehr brisant sind, das sind Sachen, mit denen ich mich in der Geschichte dann so auseinandergesetzt habe. Sie haben gerade schon so angesprochen, welche Person auch Raum bekommt, welche Person sprechen kann. Der Titel Ihres Buchs verweist ja auch auf so eine räumliche Dimension, also eben nicht nur auf diese Zeitebene, über die wir jetzt viel gesprochen haben. Welche Bedeutung hat der Raum, das Ich wird ja auch mal ein Zimmer, für Sie? Was ich sehr schön finde in diesem Titel, in der deutschen Version, ist, dass Raum sehr viele Bedeutungen annehmen kann. Ich glaube, auf den ersten Blick klingt der Titel sehr unscheinbar, ein Zimmer. Und es hat Resonanzen mit Virginia Woolf's A Room of One's Own oder Giovannis Zimmer von James Baldwin. Für mich war es wichtig, auch über Räumlichkeiten nachzudenken oder
Spaces, ich habe kein anderes Wort dafür. Auf Deutsch gibt es auch diesen Begriff Safer Space, was viel in diskriminierungskritische Communities verwendet wird. Safer Space bedeutet, einen Ort zu haben, wo Menschen, die Diskriminierung erfahren, mit anderen Menschen, die ähnliche Diskriminierungsformen erfahren, austauschen können. Und dass es nicht darum geht, Menschen, die nicht von dieser Diskriminierung betroffen sind, zu sensibilisieren, sondern es geht darum, einfach, dass es einen Austausch stattfindet, ein gemeinsames Heilen oder so. Ich wollte auch darüber nachdenken, es geht ja in dem Roman um eine Figur, die Diskriminierung erlebt, also in diesem Fall eine schwarze Frau, die nach Deutschland kommt, einem mehrheitlich weißen Land. Und wie kann sie innerhalb diesem Ort einen guten Platz für sich finden? Also sie sucht tatsächlich ein WG-Zimmer oder eine Wohnung, aber sie sucht auch einen Ort, wo sie einfach sein kann. Und dann auch mit Raum verbinde ich sowas wie Raumfahrt. Und da habe ich wieder an Ada Lovelace gedacht aus dem 19. Jahrhundert und eher Computertechnologien, wie das vielleicht eine Verbindung zum 1945, da wo diese KZ ist, Mittelbau Dora, das war der Ort, wo die V2-Rakete erstellt worden sind. Und diese Technologie hat mit Raumfahrt zu tun. Und darüber wollte ich auch nachdenken. Sie haben gerade ja schon Virginia Woolf angesprochen. Da gibt es natürlich auch die Verbindung, dass es eben diese Zeitreise gibt und diese feministische Lesart. Ich habe mich jetzt gefragt, inwiefern lesen Sie Ihr Buch selbst auch als eine Art Empowerment oder auch als eine Art Handlungsanweisung oder Widerstand? Ich habe tatsächlich auf dem Weg hierher darüber nachgedacht, wie ich eine Rezension schreiben würde zu meinem eigenen Werk, weil ich glaube, es könnte auch interessant sein, einfach für mich darüber nachzudenken, was hatte ich vor mit dem Buch und was ist daraus geworden mit meinem Vorhaben und was ist auf der Strecke geblieben. Und ein wichtiger Anteil von meinem Vorhaben war, etwas zu schreiben, was Menschen, die marginalisiert sind, selber empowert oder wo sie zumindest nicht weiterhin erleben, dass sie ausgeblendet werden oder beleidigt werden, mit Stereotypen, Bildern zu tun haben. Ich habe zum Beispiel als eine Frau, die selber heterosexuell ist, mir vorgestellt, es ist wichtig, in meinem Roman abzubilden, dass nicht alle Personen heterosexuell sind. Und ich habe ganz am Anfang ein Ehepaar gestellt, die beide Frauen sind. Ich habe mir vorgestellt, als eine Person, die selber keine Behinderung hat, dass es gut tun würde, für Menschen, die eine Behinderung haben, zu lesen, das wird auch abgebildet in meiner Vorstellungswelt. Und eine Figur ist tatsächlich taub. Das soll aber keine Anleitung sein. War mir wichtig, einen Roman zu schreiben, wo wir als Lesenden das fühlen, was es bedeutet. Und die schönste Rückmeldung, die ich tatsächlich bekommen habe, wo Ada in 2019 eine Wohnung sucht, und ich habe von, ich glaube, das ist okay, wenn ich das sage, ich glaube, die würden mir das nicht übel nehmen, älteren weißen deutschen Männern mir gesagt haben, dass das am berührendsten war für sie. Sowas zu lesen, die hatten keinen Schimmer davon, wie es sich anfühlt, eine Wohnung zu suchen als eine junge, schwarze, schwangere Frau in 2019. Das war nicht meine Absicht, diese Menschen dafür zu sensibilisieren, aber ich finde es sehr schön, diese Rückmeldung zu bekommen, dass sie das wirklich gespürt haben, gefühlt haben und mit dieser Figur Empathie entwickelt haben. Sie haben jetzt einen starken Fokus auf einen emotionalen Zugang gelegt, auch vielleicht um so ein stereotypes Bild, also die schwarze Frau, die nur die schwarze Frau sein darf und keine anderen Identitäten annehmen kann, so ein Stück weit beiseite zu schieben. In welche anderen literarischen Traditionen würden Sie sich gerne einordnen? Mit meinem Roman wollte ich mich in erster Linie in einer Tradition von Literatur einreihen, die in der afrikanischen Diaspora stattfindet. Also ich bin ein sehr, sehr großer Fan, das ist kein Geheimnis, von Toni Morrison. Ich finde, Toni Morrison hat es damals mit ihren Romanen geschafft, schwarzes Leben ernst zu nehmen und Literatur zu schreiben, die schwarze Menschen in ihrer Diversität zeigen und auch problematischen Figuren gezeichnet hat. Das hat mich extrem beeindruckt. Ich habe wiederum gelesen,
dass Toni Morrison in diesem Vorhaben von Chinua Achebe beeinflusst war, der auch komplizierte Figuren geschrieben hat, afrikanische Menschen, patriarchalische Menschen, also Männer, die in Nigeria gelebt haben, hochproblematische Figuren. Das war aber sein Vorhaben, auch diese Menschen zu zeigen in der Literatur. Und ich sehe mich in einer Tradition von SchriftstellerInnen, die sagen, uns gibt's, und uns gibt's nicht nur in dieser Zweidimensionalität als Opfer. Leider lese ich das sehr oft, wenn schwarze Figuren über ihren Rassismuserfahrungen zum Beispiel reden, dass das rezipiert wird als eine Art Opfererzählung. Das wäre nicht mein Ziel gewesen, und ich glaube, viele schwarze Menschen, die über Rassismus schreiben, das nicht das Ziel haben, sich als Opfer darzustellen, sondern es einfach darum geht, eine Art Zeugnis zu legen, zu sagen, das ist passiert, und die vielfältigen Möglichkeiten von Widerstand aufzuzeigen. Die Formen des Widerstands, die Sie beschreiben, sind ja ganz unterschiedlich. Beispielsweise die Naturwissenschaftlerin, die in ihrer Zeit eben nicht die Anerkennung findet, muss zum Beispiel gezwungenermaßen komplett anders reagieren als die Figur auf der Wohnungssuche. Hier fand ich es ganz interessant, dass Sie eben mit diesen Schleifen arbeiten und ja auch das Unendlichkeitssymbol grafisch in Ihren Roman einbinden. Können Sie nochmal einen Hintergrund dazu geben, welche Bedeutung diese Abweichung von einer linearen Erzählweise für Sie hat? Es war mir sehr wichtig, mein Verständnis von Geschichte zu versuchen, plastisch darzustellen. Und in meiner Vorstellungswelt ist Geschichte nicht linear, oder es wird oft linear erzählt, weil das einfacher ist für uns zu greifen. Aber in meiner Vorstellung ist Geschichte eher, ja, das wiederholt sich, es kommt wieder. Wir werden immer wieder von denselben Herausforderungen gestellt. Und als Person zum Beispiel, die Rassismus erfahren, habe ich das Gefühl, dass wir oft denken, oh, wir müssen den Rad neu erfinden. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, wenn wir zurückschauen würden, was haben unsere Vorfahren gemacht? Wie haben sie Lösungsansätze gefunden? Das war mir wichtig. Und ich glaube, ich wollte auch keine Geschichte erzählen, das irgendwie anfängt mit, es war alles schlecht, und dann endet mit, und jetzt ist alles wieder gut. Ich wollte sagen, ja, es gibt Diskriminierung, in diesem Fall zum Beispiel Sexismus und Rassismus. Das wird eine Weile noch geben. Also die Geschichte ist nicht, wie wir das überwinden, sondern die Geschichte ist, wie wir immer wieder Möglichkeiten finden, damit umzugehen und das zu transformieren. Herzlichen Dank für diese Perspektive und für diese Einordnung. Und vielen Dank für das interessante Gespräch. Vielen Dank Ihnen auch fürs Zuschauen. Wenn Sie sich für weitere Texte der Autorin interessieren, schauen Sie gerne in ihren Kolumnen vorbei, die sie für das Goethe-Institut verfasst hat. Und bis zum nächsten Mal.